Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden jetzt auf Mozik seinen neuen Song reagieren. Und zwar habe ich ja schon letzte Woche auf Mozik's neuen Song reagiert. Da habe ich jetzt nicht so viel verstanden. Ich denke mal, mit dem heutigen Song werde ich jetzt auch nicht gerade schlauer. Also ich werde da wahrscheinlich auch nicht sehr viel verstehen. Aber Mozik, seine Lieder gefallen mir tatsächlich sehr. Und ja, ich bin gespannt, wie der Vibe heute sein wird. Abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die zukünftigen Videos nicht verpasst. Kida x Mozik PP PP. Ich weiß es nicht. Maschallah, einfach die Hübsche. Okay Leute, es wird ja wieder wie die letzte Reaction ablaufen. Ich werde oft stoppen, bisschen was dazu sagen, obwohl ich nichts dazu sagen habe, weil ich nichts verstehe. Hauptsache das Video wird nicht gesperrt, aber wir können zusammen den Song genießen und immer ein bisschen so die Vibes analysieren. Ne, ist völlig entspannt jetzt. Die ist halt wirklich eine sehr bezaubernde Frau, sage ich jetzt mal, ne? Auf ganz helaler Basis. Was war das denn? Krass, die haben das ganze Glas da sprengen lassen. Frank, und Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass der Song geht 6 Minuten 30. Also ich hoffe, der Song geht nicht 6 Minuten 30. Das ist, da haben wir wirklich noch was zu tun. Okay, jetzt kommt Mozik's Part. Freue mich tatsächlich sehr. Nicer Switch. Very good Switch. Okay, was rede ich Englisch? Nice. Oh, Loredana. Oh, Loredana. Du wirst jetzt eifersüchtig sein, Leute. Tu die ganze Loredana-Thematik mal beiseite. Es waren auf YouTube jetzt auch schon ein paar Videos so. Loredana ist eifersüchtig. So, ja Leute, ganz ehrlich, reißt euch zusammen, es ist ihr Leben, ihre Beziehung. Siki. Knäuproduce 3 Tank to da more. Ewe bo paranoia s njona biti borav. Mia. Er haut hier halt Statements raus, ne? Hört sich auch gut an, aber ich weiß halt absolut nicht, was er sagt. Oh Mann, ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, das ganze Lied zu analysieren. Vielleicht schneide ich auch einfach ein paar Sachen raus, so. Okay, er hat, glaube ich, Yeezy... Oh, das sieht auch nicht so richtig aus wie Yeezys. Okay, ich kann jetzt auch nichts über den Style sagen. Die Hose ist auf jeden Fall schön. Die Rollie ist schön. Und die Atmosphäre ist speziell. Ich muss nicht viel dazu sagen. Die hat eine Engelstimme, ne? Die hat so eine kleine Engelstimme. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Mosig, die arme Vase, die arme Gläser. Das muss man doch nicht machen, das ist doch Ressourcenverschwendung, Mensch. So nicht. Ja. Ja, okay, Leute. Ja, okay, sie ist halt hübsch. Wir haben es verstanden. Hat sie Diamanten im Auge? Weird Flex, man. Eigentlich müsste der Song jetzt vorbei sein, außer es sind zwei verschiedene Songs, die jetzt einfach zusammen geschmissen wurden. Mal schauen. Bist du, was hier bist, Mann? Ach, warte. Sind es PP? Also, ah, okay, es sind wahrscheinlich zwei verschiedene Songs. Okay, nice, feier ich. Sehr, sehr schön. Okay, das, also hier muss ich sagen, gefällt sie mir nicht so sehr. Da war die andere Kida besser. Ja. Na, die ist halt wieder besser, ne? Bisschen besser. Sorry, Musik, dass ich bei dir nicht so viel bewerten kann, aber... Das Auto ist schön. Das Auto ist tatsächlich schön. Nice car. Okay. Sehr, sehr schöne Stimme. Wirklich sehr, sehr schöne Stimme. Ihr merkt, dass ich einfach lost bin, einfach halte und halt immer nur Props gebe. So. Es hört sich halt gut an, weil es halt dieser Balkan-Orient-Vibe ist. So. Es kann auch so ein bisschen was Türkisches sein. In der Türkei hört sich das auch so ähnlich an. Also mir gefällt es persönlich sehr. Glaubt ihr, die erzählen so eine Liebes... Okay, die hat hier... Warte mal. Genau, jetzt besser. Denkt ihr, die erzählen so eine Liebesstory? Also letztes Mal hat einer in den Kommentaren so ein bisschen mal was erzählt gehabt. Ich fände es wirklich richtig nice, wenn einer wieder ein bisschen was in den Kommentaren hier wieder... Was zeigt sie die ganze Zeit ihren Arsch? I don't wanna see your popo. Liebe Albaner, liebe Leute aus dem Kosovo, übersetzt es mir bitte. Bitte. Oder irgendwie mal so Schlagwörter, was die hier gerade reden. Das war von Kida x Mosig PP. Oder PP. Oder ich weiß halt auch nicht, wie was genau. Also, ihr habt gemerkt, wie lost ich war. Es hat mir trotzdem sehr gefallen. Also, falls ihr den Song auch gemacht habt und immerhin was verstanden habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Hat dir das Video bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir nochmal anschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Leute. Ciao.